Yo, herzlich willkommen zu einem extrem krassen und besonderen Video. Sonst erzähle ich ja immer in meinen Videos über Erfahrungen, die ich mit Drogen gemacht habe. Und jetzt kann ich erstmals Erfahrungen machen mit Drogenverfolgung. Seit Jahren werde ich gefragt, also warum bekommst du da keine Probleme mit der Polizei wegen deinem Kanal, weil du redest ja darüber, über Drogen und so. Das kollidiert ja dann auch direkt mit dem Gesetz sozusagen. Und ich habe jetzt hier meine allererste Ladung zur Vernehmung. Das ist ein Brief interessanterweise vom Zollfahndungsamt. Und ich frage mich da direkt, hä? Bin jetzt echt ein bisschen verwirrt, was es ist. Und also wenn es vom Zoll ist, denke ich nicht, dass es um meinen Kanal geht. Ich überlege jetzt gerade auch, was meine nächsten Schritte sein werden. So werde ich mir jetzt einen Anwalt holen deswegen. Am Anfang habe ich es eher lässig aufgenommen, habe mir gedacht, ja, wird sowieso fallen gelassen. Ja, und wenn man dann eben so das ein bisschen auf sich einwirken lässt, nach einer Zeit stellt man sich dann immer so das Worst-Case-Szenario vor. Und auf einmal denkt man sich so, scheiße, Mann, vielleicht wollen sie mit mir ein Exempel statuieren und schicken mich in den Knast oder sowas. Eigentlich war es jetzt schon so ein bisschen Schock für mich, aber irgendwie kann ich trotzdem noch vor Kamera lachen. Obwohl ich so innerlich schon so, mein Herz so ein bisschen am Rasen ist, ne? Der Termin ist am 1.2. Heute ist der 26.1. Also ein paar Tagen. Sollten Sie aus zwingenden Gründen den Termin nicht wahrnehmen können, bitte ich Sie, mir dies umgehend unter Angabe des Hintergrundes mitzuteilen und einen neuen Termin vorzuschlagen. Vorsorglich weise ich darauf hin, dass Sie beim Nichterscheinen durch den Staatsanwalt oder Richter erneut geladen und im Fall Ihres Ausbleibens zwangsweise vorgeführt werden können. Ja, mal schauen, wie es weitergeht. Guten Morgen! Ich muss sagen, ich habe heute Nacht überhaupt gar nicht gut geschlafen. Es ist zwar nur so eine lächerliche Vorladung, aber die Tatsache, dass ich nicht weiß, warum ich da vorgeladen werde, die tötet einen. Ich informiere mich jetzt gerade schon seit Ewigkeiten nach Infos, Tipps und so, wie man am besten vorgeht bei so einer Vorladung. Und ja, die meisten sagen, man soll nicht hingehen und dass man eine Akteneinsicht fordern soll. Guten Morgen! Obwohl, es ist 3 Uhr, aber ich bin gerade aufgestanden. Also, ich habe hier gestern Nacht ein paar Anwälte angeschrieben und es haben mir 2 davon geantwortet. Der eine Anwalt hat mir auch schon gesagt, wie viel er kostet. Er kostet 200 Euro in der Stunde. Alter! Anwälte sind scheiße. Ich habe auch geschaut, also 200 Euro in der Stunde ist jetzt auch eher normal. Okay, ich habe jetzt gerade noch bei einer Anwältin angerufen, die verlangt sogar 250 Euro die Stunde. Da nehme ich natürlich lieber den Dude, der nur 200 Euro die Stunde kostet und 10 Minuten von mir entfernt wohnt, Fußweg. Ja, genau, hat mir eine E-Mail geschrieben vor 5 Stunden. Okay, sie hat mal E-Mail-Kontakt. Geht um BTM. Genau. Gebe ich ihm weiter, dass ich mit den Verbindung setzen soll. Wunderbar. Jo, Leute, vorher ist sowas Krasses passiert. Heute ist der 1. Februar, also heute wäre das Vorsprechen beim Zoll gewesen. Heute war mein Termin, wo ich quasi als Schuldigter vorgeladen wurde. Und ich war vorher mit einem Kumpel auf Skype, genau zu der Uhrzeit, wo das Gespräch gewesen wäre. Dann hat es so geklingelt und dann meint er so zum Scheiß so, ja, ist es die Polizei? Und dann ich so, ja, es könnte halt wirklich die Polizei sein, habe ich so zum Scheiß gesagt, weil jetzt gerade wäre meine Vorladung, vielleicht holen die mich. Gehe ich zur Tür, ist nur der Postbote, bin ich zum Fenster rübergegangen. Und dann steht die fucking Polizei draußen. Die Polizei hat genau so 100 Meter von meinem Haus entfernt geparkt, sodass ich sie so gerade noch im Blickfeld hatte. Und dann waren die ganze Zeit da draußen. Und dann hat noch ein weißes Auto direkt vor meiner Haustür geparkt. Und da saß so ein Typ drin, der hat ewig lang gewartet und nichts gemacht. Und ich so, fuck, Mann. Komm jetzt gleich mit einer Durchsuchung. Hab schon auch nervös meinen Anwalt angerufen und alles und gefragt, was ich machen soll. Und er meinte dann, ja, es ist eigentlich nicht normal, dass die da warten davor. Die stimmen normalerweise sofort ein. Und wie es aussieht, war das einfach nur Zufall, dass die genau dann da waren, als ich den Termin hatte. Und ja, scheinbar waren die wegen was ganz anderem da. Die sind dann eben nach einer Stunde wieder gefahren. Aber ja, da ich keine Substanzen zu Hause habe, habe ich da eigentlich gar nichts zu befürchten. Aber man scheißt sich da trotzdem in die Hose bei so einer Hausdurchsuchung, Mann. Und ich finde es eigentlich echt sowas Krankes, dass so normale Konsumenten Hausdurchsuchungen regelmäßig bekommen, durch solche Maßnahmen einfach psychisch geschädigt werden. Ich kenne so viele Leute, die wo in der Früh so um 4 eine Hausdurchsuchung bekommen haben und die haben da wirklich ein Trauma immer davon genommen und können nicht schlafen deswegen und so.
Und das ist eigentlich sowas Krankes. Es ist sowas fucking Krankes, dass es sowas gibt und dass sie sowas dürfen. Wie geht es jetzt weiter? Werden die nächsten Videos vom Knast aus aufgenommen? Kommt es zur Todesstrafe? Was wird die Akteneinsicht ergeben? Das erfahrt ihr im zweiten Teil, also wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert auf jeden Fall diesen Kabal.